Geht schon alles weiter. Tja, nur Twitch hat's mir nicht gecuttet. Blöd aber auch. Ja, ich würde lieber was anderes spielen als CSGO. Okay. Doch keine Sobäcke mehr. Bitte? Doch keine Sobäcke mehr. Nicht auf das Game mehr, weil ich gerade wirklich alles in das Game gesteckt habe und jetzt mega scheiße spielen werde. Na, willst du noch ein Duo spielen? Ja, können wir gleich machen.
I go to sleep. You go to sleep? Yeah. Okay. Didn't sleep for... Okay, much. Okay. Wish you a good night. Good night. Yeah, good night, man. You too, good night. Yeah, thank you. User disconnected from your channel. Das erste Mal, dass er eher schlafen geht als ich, dass ich das erleben darf. Hey, ja. Gibt alles. Ich brauch dringend einen Abtrink bei CSGO. Ja, das bräuchte ich schon lange mal wieder. Deswegen habe ich ja danach. Ja, ja, wenn ich überlege, dass ich mal Supreme war. Alter, ich hatte gerade das Dreifache von deinen Kills. Ja. Ja, nicht mehr. Ja, Dreifache. 3-30-11. Ja. Ja, aber ich war jetzt eine ganze Weile raus. Ich habe keine Ahnung. Sieht man doch, was habe ich denn gespielt in letzter Zeit? Ich jetzt mit Windows. Na los, auf jetzt. Auf jetzt, auf was? Achso, ne, okay, jetzt zeige ich da an, dass ich heute das letzte Mal gespielt habe. Aber ich glaube, es ist ja, locker 2 Wochen her. Ich bin wenigstens in einem Game gut und das ist CSGO und das habe ich jetzt bei beiden bewiesen. Nee. Ich spiele jetzt die Tage nochmal und dann. Nimm das Holz runter. Halt dich nicht am Tisch fest. Nein! Runter! Oh Mann, Mann, Mann. Hab ich das nicht sogar in meinen Screenshots? .3439 auf MG2. Das war nach dem super tollen Update da. Ah, nach dem Update. Vor dem Update war ich. Ja, vor dem Update war ich Supreme. War LEM, ich war vor. Ich habe nach dem Update das Game gestartet und war nur noch LEM. Ohne irgendwas zu tun. Hab das erste Match unentschieden gespielt oder gar verloren. War sofort LE. Hatte dann 6 Wins, keinen Uprank, einen Lose und war DMG. Und ab dem Moment war mir alles scheißegal. Weil das war auch die Zeit, wo ich dann bei Penta aufgehört habe. Okay. Dann habe ich nur noch so mit Kumpels gespielt, rumgedattelt, keine Ahnung, das war mehr Trollen als Spielen. Dann habe ich schon wieder ein wenig reingehangen, aber eigentlich, ja, nimmer über MGE rausgekommen. Weil dann war wieder irgendein sinnfreies Spiel, was du eigentlich 16-0 gewinnen hättest können, aber... War zwischenzeitlich wieder LEM, LE. Aber da hatte ich auch war gut, weil ich habe auf dem Niveau gespielt von Supreme, weil mein Mate war Supreme. Ja, dennoch mein, wie soll ich das sagen, mein
Nate war ein ziemlicher Hurensohn. Mhm. So, er war eigentlich ziemlich nett, aber Männer. Ich glaube, da können wir mal drüber reden, wenn du nicht live bist. Na klar. Er hat einfach so Dinger gebracht, die einfach so unnötig waren. Da habe ich halt gesagt, ich will keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Und dann hat er angefangen, überall rumzuerzählen. Weißt du, ich muss dazu sagen, er ist Däne. Er wohnt in Dänemark, mein Mate. Mein Mate. Er ist nicht mehr. Und dann hat er überall rumerzählt, er hätte mich gevögelt. Da hab ich mich gefragt, wie geht das? Er kommt aus Dänemark, ich aus Deutschland. Und das ist ungefähr 8 Stunden zwischen uns. Und er war nicht hier. Wie will er das gemacht haben? Ja. Und so eine Scheiße halt. Da habe ich mir so gedacht, Alter, bist du gehirnbehindert. Er hätte das wahrscheinlich gerne getan. Hat nur Abfuhr von mir gekriegt. Klar, Baby. Ich muss dir eine Geschichte erzählen. Musst du noch ein bisschen durchhalten, bis du Feierabend hast. Ist da jemand am Arbeiten? Ja, sitzt in der Nachtschicht und guckt uns zu. Die arme Sau. Gibt bestimmt was Besseres, um anzugucken, um diese Uhrzeit. Nö, das hält ihn wach. Wir amüsieren ihn. Wenn ich jetzt gleich auch nicht pennen gehe, dann habe ich sicherlich ein paar Probleme, wieder aufzustehen. Ich nehme jeden Tag vor, ich stehe um 1 Uhr auf. Und irgendwie wird da immer dann noch so 3 Stunden bei und... Ich muss wieder einen Schlafrhythmus kriegen. Momentan ist der so... rennt der nackt durchs Zimmer. Mhm. Ich will ja meinen Grad kaputt machen, weil sonst überstehe ich den Freitag und Samstag nicht. 24 Stunden Stream. Jo. Ich hab schon 12 Stunden Stream gemacht, aber der läuft jetzt gerade schon. Also ich bin jetzt schon über die 12 Stunden raus, deswegen habe ich kurz mal Cut gemacht im Stream. Sonst lädt er wieder nichts hoch. Weil alles, was über 12 Stunden ist, lädt er immer nicht mehr runter und immer rauf. Zwölf Stunden? Keine Ahnung. Die habe ich allein in dem Monat schon 3-mal oder 4-mal gemacht. Ach, jetzt zeigt's mal an, dass der gute Herr in-game ist. Was kommt denn jetzt? Ah. Tue ich dann in meinen Sparsack. So, dann können wir ja mal anfangen. Ja, eine schöne Pizza kriegen wir damit auf jeden Fall hin. Finanzexpertin Eileen lässt ihrer Kreativität auch beim Kochen völlig freien Lauf. Lol. Das hat sich halt voll gefressen. Jetzt hat sich's voll gefressen. Gut, muss ich draußen angucken. Tue ich dann in meinen Sparsack. So, dann können wir ja mal anfangen. Ja, wir können damit auf jeden Fall hin. Finanzexpertin Eileen lässt ihrer Kreativität auch beim... Ach so, Dinos, ja. Was machst du denn da? Pizza! Ja. Ey, bleib stehen. Ich steck dir die Zähne in die Nase.
ruhiger Loot? Ja, bitte. Warte, ich guck mal, wo wir hingehen. Da sollten wir einfach durchfliegen. Ja. Oder da noch irgendwo. Oder gar da. Und dann hoffen, dass was Fahrbares oben steht. Interessanter aus. Würde auch noch gehen. Vielleicht steht da nie ein Auto und da können wir immer noch hochfahren. Und raus. Ja, da kommt schon mal drunter, ey. Jupp. Was soll das denn? Pisst euch. Ich sehe aber nur einen. Nee, da sind zwei. Nehmen ach, der ist noch drüber. Gib mir eine Waffe, ich will die abknallen. Nicht nur du. Ich bin müde. Ich merke das langsam. Deswegen wollte ich auch kein CSGO mehr spielen. Wenn ich müde werde, treffe ich nichts mehr, dann werde ich mad und dann werde ich nicht mehr so freundlich in-game. Das war noch sehr freundlich, ich konnte sehr freundlich in-game. Ich finde ein paar Schuhe. Jemand. Ich habe hier nichts zum Schießen. Ich kann die auch mit irgendwas bewerfen, aber nicht mit Sachen, die ich hier habe. Und ich habe irgendwie so... Nada Niente hier. Ich kann zweifach Scope am Kopf werfen. Ja, ich hab auch einen Scope. Alter, hier ist nichts. Nichts. Ne, ernsthaft nicht, ne? Ich bin hier in der zweiten Hütte, nichts zum Schießen. Schießen die da schon schön fleißig auf dich, oder was? Ja, ich bin ausgenockt. Ich kann Kollege, treff mich mal! Okay. Es ist hier nicht ein Stück. Bitte piss dich, ich hab dir noch viermal geschlagen. Ach jetzt. Na komm. Das bin ich. Ist nicht dein Ernst, oder? Achso, jetzt hat der andere von draußen reingeschossen. Dead Engine. Stavos. Welcome in the morning.
Das Bild gesehen? Was für ein Bild? Ich hab dir was geschickt. Ich hab dir was geschickt. In Steam. Das bin so ich. Ja. Komme ich aber auch klar mit. Womit? Ich mag den Kühlschrank auch. Ja. Kühlschrank, Ofen und Mikrowelle, meine besten Freunde. Naja, ich kann auch kochen. So ist es jetzt nicht. Ich bin nur immer etwas zu faul. Ja, ich muss wirklich Lust haben dazu. Und nicht gerade zocken wollen. Ja, nee, also da mache ich mir lieber wirklich was zu essen. Ja, nee, das kann ich ja die ganze Zeit machen, zum Beispiel auch wenn ich arbeiten bin, aber wenn ich zu Hause bin, muss es schnell gehen mit dem Essen, weil dann will ich ja zocken. So wie jetzt Urlaub, dann ja. Naja, ich hab gemerkt, das ganze Fastfood-Zeug macht mich mehr als fett. Ui. Ich hab 5 Kilo zugenommen. Wegen den ganzen Scheiß. Okay, in 3 Jahren habe ich 5 Kilo zugenommen. Ja, das ja. Geht ja dann. Was hältst du davon? Sollte man schaffen. Sagst du mir, wenn ich raus muss? Jetzt. Keine Ehrenrunde, nein, nein, gut. Sind die denn unten? Guck dir das mal an. Ich meine, ich flieg noch. Die haben schon die ersten getötet. Ja, das sind die, die als erste raus sind. Hast du gesehen, ob hier noch welche sind? Ich hab jetzt eigentlich nichts gesehen. Ich hab nicht drauf geachtet. Nö, ich sehe auch jetzt nichts. Ich mach trotzdem mal hinter mir zu. Ich mag das schwarze Hemd. Das hat was. Yep. Obwohl ich das weiße auch toll finde. Mit den Krawatten dran. Die haben, und so. Wir haben beide was auf jeden Fall. Ja, meine Katze ist hungrig. Dean! Fütter doch die arme Katze. Ja, die kriegt gleich was, wenn ich schlafen gehe. Sonst geht die mir vorher auf den Sack oder nachher. Oh. Dean, hast du Hunger? Ja, springt gerade nicht drauf ein. Ich glaube, die hat keinen Hunger. Normalerweise kommt die direkt angerannt und macht da so komische Quietschgeräusche wie. Warte, gib mir Essen. Ich brauche Hunger.
Immer. Typisch Katzen, ne? Korrekt. Wobei die gar nicht verhungern kann. Die hat immer hier so mega viel Trockenfutter stehen. Aber die will das Nassfutter haben. Also ich habe hier schon mal ein Auto stehen. Nice. Ini! Macht schon hell draußen, ist ja eklig. Dachte ich mir auch gerade. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wie alt du bist? Nein. Oder? Wie doch. Alt bist du? Viel zu alt. Zeit. Wie alt bist du? Was tippst du denn? Weiß nicht, mir kommt gerade so eine Zahl in den Kopf. Irgendwie habe ich das. 34? Wie viel? 34? Ja, nicht ganz. Nicht ganz? 33? Noch ein bisschen weniger. Okay, 33. Nee, 32. Okay. Ah, die 2 Jahre. War doch nah dran. Aber steht nur auf dem Papier. Irgendwie, ja okay, stellenweise fühle ich mich älter als 60. Wenn ich so manchmal die Treppe hochgehe mit Einkaufstaschen und so denke ich auch manchmal, ich bin 80. Aber ja, sonst eher so, ich sage mal irgendwas um die 25. Hey, hier liegt keine Tasche rum, das ist doch... Ich finde hier den Loot des Grauens, aber keine scheiß Tasche. Ich glaube, ich bin... Ich bin bei 22 doch noch ganz frisch dabei hier. Ich will jetzt eine Tasche. Ich will was Gutes zum Frühstück. So ein Döner oder so. Ja. Oh, das wäre jetzt echt geil. Oder, aber ein Pommes-Döner. Jo. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Mit Mayo und Ketchup. Ja, ich esse den Döner ein bisschen anders. Ich merke schon. Aber dann ist da kein Salat drin. Das ist nur Pommes mit dem Fleisch im Brot oder Mayo und Ketchup drüber. Jo. Also, ich glaube, das hört sich besser an, wenn ich das so erzähle. Wenn ich sage Döner mit Mayo und Ketchup, das hört sich echt widerlich an. Aber nein, ich meine das nicht so. Ist alles drin. Mich guckt auch immer jeder an, wie kannst du das essen? Da ist alles drin? Ja, ich esse halt auch, wenn es sein muss, so... Oder was heißt, wenn es sein muss, eigentlich immer. Nur Fleisch, Zwiebel, Käse. Mit Soße. Okay. Was will ich mit dem ganzen grünen Zeug? Ich bin kein Hase. Früher habe ich das gar nicht so gegessen. Da habe ich nur immer das Brötchen mit Fleisch gegessen. Und jetzt mittlerweile esse ich alles. Also das ist jetzt nicht so... Ich kann da schon, also ich mag da nicht so wirklich Zwiebeln drin haben. Oder Tzatziki und so eine Scheiße. Ich mag da echt Cocktailsoße und dann Schafskäse. Ich liebe Käse, ne? Käse, da kannst du mich mit zuwerfen. Ich liebe einfach Käse. Jo. Ich bin so ein richtiger Käse. Liebhaber. Käse. Nam nam. Käse. Ja. Und da ist normaler Salat drin. Ja, das war's eigentlich. Kann ich voll und ganz verstehen. Käse? Ja. Käse ist auch super, ne? Käse ist super, super lecker. Grundnahrungsmittel Nummer 1. Ja. Ah,
Am geilsten ist überbackener Käse. Wenn du da irgendwas mit überbackst, Pizza. Egal in welcher Form. Es ist Käse. Ja, es ist Käse. Jemand, der mich versteht. Ich liebe Käse. Käse. So, ich glaube, wir sollten langsam fahren. Aber nicht jeder Käse ist gut. Zum Beispiel mag ich keinen, wie nennt sich der, dieser, ja, sagen hier dazu Stinkkäse. Dieser eklige Käse. Ich glaube, du weißt nicht, was ich meine. Doch. Der harze Rolle nennst du die, glaube ich, auch. Ja. Zum Beispiel. Richtig eklig. Schlimme Kindheitserinnerungen. Ich hab so einen übelst empfindlichen Magen. Und meine Mutter hat immer gesagt, du musst doch mal was probieren. Und dann musste ich das probieren und dann bin ich erstmal kotzen gegangen, ey. Das ist meine Mutter. Warum tut man sowas? Oh oh. Da. Dein Mantel hängt unten raus. Du hast deinen Mantel in der Tür eingeklemmt. Ich weiß nicht, warum der unten rausguckt. War schon hell draußen, Alter. Ich könnte schon wieder kotzen. Das ist nervig, ja. Wow. Na, viel Spaß beim über die Brücke brattern. Du kannst übrigens auf die Brücke klettern, wusstest du das? Ja. Yep. Kannst auch mit dem Motorrad drüber fahren. Ich wusste das noch nicht. Du bist nach links. Ach, diese Drecksmühle. Da sind schon wieder Profis am Steuer. Ich hab dann jetzt schon zweimal wieder nach Überschlag auf die Räder gestellt. Wenn hier die Fahrphysik so komisch ist, dass du beim Kieselstein hier ins Schleudern kommst. Oder sowas passiert. Fang gleich noch eine Ecke weiter, oder? Ich hatte die ganze Zeit kein Bedürfnis, Kaffee zu trinken. Irgendwie kriege ich gerade das Bedürfnis, Kaffee. Wäre schon was Tolles jetzt gerade. Und so ein Brötchen. Ja. Hier ist zu, oder? Vielleicht sieht es auch nur so aus. Unten ist offen. Hier ist auch offen. Hier ist zu. Dann ist offen. Ja, definitiv offen. Was sind diese Mistviecher, die immer alles zumachen danach? Fahren wir weiter? Ja. Gibt's eh nichts mehr. Höchstwahrscheinlich da genauso offen. Ich würde hier ungern hingehen.
ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja, ist auch offen. War mal. Okay, du hast schon irgendwas markiert. Fahr einfach dahin, wo du willst. Obwohl das auch offen sein wird, weil das kleine Kabüffchen war schon offen. Ich bin ja dafür, dass wir hier hinfahren. Nach Gelb. Ini! Hab ich hier nicht gerade das Laufen sehen? Ich bin hier total hohl. Hast du Hunger? Ihm? Legen Sie sich mal halt die Fresse, Alte. Na, dann schauen wir mal. Offen. Dann fahren wir halt hier hin. Ich nicht. Gucken, ob wir wirklich noch so weit fahren. Oh oh. Na doch. Hier macht irgendjemand Campen. Jetzt packt das scheiß Auto hier. Morgen! Alter, warum, seit wann stehen denn hier Tische? In der Ecke, ja. Wer war das denn jetzt? Dragon Slayer! Einen guten Morgen und danke für den Follow. Guten Morgen, sagt er wirklich, ey. Ja. Ist doch nicht morgen, ist das morgen, wenn ich geschlafen habe. Kommt man doch bestimmt drauf, geht doch. Und was gibt's hier oben? Eine Pistole. Ganz klasse. Ganz klassisch. Packt ihr das schon immer wieder da drauf, Mann? Ich geh ins Rote. Okay. Wenn du AK-Munition siehst, ne? Mitnehmen. Mach ich, brauch ich sowieso. Ich hab nur 60 Schuss. Okay. Ja, ich zock FIFA und hab noch keine Falten im Gesicht. Ich hab's heute noch nicht ausprobiert. Gibt's denn hier drin noch alles? Du hast dich gerade schon unbeliebt bei mir. Ein FIFA-Zocker, hier ist nichts drin. Ja, auch nicht. Sure. Bisschen Hühnerlauf, oder? Wo müssen wir überhaupt hin? Weiß ich nicht, ich bin müde. Hochwärts. Ja, Wasser. Will da jetzt nicht rein. Krieg kalte Füße. Da ist was zum drüberlaufen. Außerdem sieht das Wasser gar nicht so kalt aus. Stell dich nicht so an. Du weißt gar nicht, was Kälte ist. Doch. Weißt du? Was ist denn Kälte? Deutschland minus 1 Grad oder was? Nö. Alles, was über minus 15, minus 20 rausgeht. Dann fahren wir nach Finnland im November oder Dezember rum. I know. Den beschissenen Arsch ab. Komm mal wieder nicht hoch. Weil ich friere ja schon hier in Deutschland. Wenn ich dann dahin fahre, ne? Alter, hey, das ist up. Dann immer so. Ja. Aber es ist gar nicht so kalt. Es hört sich meistens kälter an, als es wirklich ist. Richtig. Weil Temperaturen da anders angelegt sind. Kann man das so sagen?
Ja, ne? Ja. Du weißt, was ich meine. Richtig. Das ist eine andere Kälte. Wie wake up? Was ist denn jetzt? Nichts mit wake die ab und so. Abendszeit. Dürfen wir wieder runter? Ja, ich gehe außen rum. Aber wir sind falsch gelaufen, wir müssen hier rum. Folgst du mir? Oh nein, oh nein, oh nein. Jo. Ah, warum folgst du denn mir? Ich bin dir gefolgt. Ja, ich bin dir gefolgt. Ja, super. Wir sind wahrscheinlich total falsch gelaufen. Oh mein Gott, es schießt. Ich habe ein Achterscope gefunden. Yay. Was will ich denn mit einem Achterscope, wenn ich nicht mal eine Waffe dafür habe? Oh, ich pack's mal schon drauf. AK regelt. Mir habe ich das Gefühl, dass wir gerade hier rübergelaufen sind für nichts anders. Stimmt wohl. Wir waren ein bisschen unterwegs. Wir könnten halt einmal im Kreis laufen, einmal die Map ein bisschen erkunden. Ja, kommen wir sonst auch nicht überall hin. Wir sind nur außen rumgelaufen, damit du keine nassen Füße kriegst. Dass ich nasse Füße krieg. Na, du warst doch nicht im Wasser, oder? Doch. Ich habe versucht, so gut wie möglich drüber zu hüpfen, aber. Jetzt sind wir wieder bei Gelb. Wir sind echt außen rumgelaufen. Alter, was haben wir denn gemacht? Ja, wir sind jetzt mal im Kreis gelaufen. Dass du die Map auch mal noch siehst. Total hohl. Lauer Morgenspaziergang. Das war doch jetzt selten doof, oder? Korrekt. Ist jetzt schon wieder so ein Highlight, ne? So. Einmal im So Kreis Moment, ohne alles. wenn man erkennt, dass es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Wenn Korrekt. man anfängt, in die falsche Richtung zu laufen. In einem Kreis zu laufen, weil einem so Ja. langweilig ist. Das ist wie in Second Life mal duschen zu gehen. Das ist wie in. In Second Life mal duschen zu gehen. Alter, du hörst dich an, als wenn da gleich ein Elefant aus der Ecke kommt. Pam, 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 pam. Ja, das war jetzt der Baumstamm, kann auch nichts dafür. Ich hab das Model halt ein bisschen nach mir kreiert. Wenn ich immer fetter werd vom Fressen, dann muss es der auch. So, ne? Aber Essen ist so Der hat was gut. geschossen, ich will auf was schießen. Komm her, der liegt Ich bestimmt kann hier da am Baum. oben. Der liegt bestimmt hier am Baum. Nö, wo ist er? Hört sich an, als wenn es von rechts kommt. Dann lege ich mich Vor jetzt mir daher. stehen. Richtung SE. Ach, das go. Okay. Guck mal hinter uns. Treffe ich ihn denn nicht? Willst du mich eigentlich verarschen? Du hast schon 8 Schuss und triffst du nicht. Das sind 200 Meter so lang ungefähr, ne? Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Nur 30 Sekunden und dürfen ganz schönes Eck laufen. Ab.
Von der anderen Seite, ich werde beschossen. Und jetzt wird er beschossen. Kommt ein Auto gefahren? Sonne tut aua. Oh oh, Sonne kommt. Und die Sonne tut ganz schön aua. Und ich muss niesen. Aber es kommt nicht. Gesundheit. Kein Helm mehr, der hat mir meinen Helm weggeschossen, die Sau. Wird er meinen geben, aber der ist weiß. Lauf, Forrest, lauf. Alter, aus Weste, ja. Noch welche kommen. Und die geht immer weiter und immer weiter und immer weiter und wir sind am Arsch der Welt. Jupp. Oh, Doppeldamage, Alter. Doppeldamage. Oh mein Gott, heal dich. Oh mein Gott, tut die weh. Die tut richtig weh. Die tut richtig weh, tut die. Ich kann nicht reinlaufen. Ich muss mich davor nochmal healen. Jo. Oh oh, oh oh, oh oh, das war schon close. Doch, ich darf schon nochmal, glaube ich. Obwohl. Oh, lauf, Forrest. Puh. Obwohl, nee. Oh Mann, geht weiter hier. Müsstest du eigentlich mal hier reingucken, ob hier noch ein Helm ist? Wird auf dich geschossen? Nein. Aber es ist auf jeden Fall gleich neben uns. Oh doch, er hat auf mich geschossen. Er hat auf mich geschossen gerade. Der ist hier 60. Zu zweit. Krabbel halt außerhalb. Dann geh drauf, wenn hey, du was willst. Wake up. So. Du hast jemanden getötet. Bist du tot? Du bist gestorben. Ich bin gestorben, ja. Könnten Sie mir bitte mal erklären, wie Sie gestorben sind? Warum ist einer? Indem, dass der auf mich geschossen hat und ich dann außerhalb der Zone gekrabbelt bin, dass er ja nichts mehr von meinem Zeug hat. Das ist ja ätzend, das Auto backt. Waren auf jeden Fall noch zwei, ne? Ja, 60 und da oben ist auch noch einer, genau da, Richtung N. Eigentlich an den Loot-Pack da hinten dran. Genau hier. Hast noch 40? Hm? Hast noch 40? 35? Ich musste leider Munition nehmen. Darüber. Wie mache ich das jetzt am besten?
Einfach rennen, ne? Beste Möglichkeit, einfach rennen. Mit dem Rücken und mit dem Stein und gut. Meinst du? Hinter mir so offen da. Ja. Kann ich hinlegen. Charlie SKS. Da ist ja. Die Schalldämpfer SKS. Eben nur noch 8, ne? 7. Okay. Ich werde ihn schicken holen, also von daher. Ja, jetzt wird links von dir kommen, wenn da noch was ist. Nice. Also Nordwest. Du hast nicht unbedingt bei, du warst nur um den Stein rum und unter das Haus. Ja, aber im Haus ist einer. Den würde ich auch abwarten. Kannst ja noch relativ spät losrennen. Fuck. Ah, oh, wäre ich mal liegen geblieben. Naja, fünfter. Geht doch noch. Jo. Aber ich glaube, es wird Zeit fürs Bett, oder? Theoretisch, ja. Irgendwie bin ich jetzt gar nicht mehr müde. Nee, das war jetzt gerade wieder so actionreich, ne? Hm. Jo, Bimi, auf deine letzte Stunde. Mach nochmal schön deinen Dreh und wir hören uns später. Lisa? Muss keinen mehr bespaßen, also. Also ja. Wäre eigentlich Feierabendzeit. Bei dir habe ich voll die grauen Haare. Obwohl die schwarz sind. Stimmt wohl. Aber meine sind schwarz. Bei mir sind die schwarz. Bei mir ist das aber auch alles viel dunkler als bei dir, what the fuck? Ja, ich hab's relativ hell gedreht. Dass ich auch in dunklen Ecken was sehe. Mal jetzt Feierabend oder nicht? Was ist denn Buddy mit dir? Disconnected from your channel. Was? Mit mir? Disconnected. Ja. Glaub ich mal Feierabend. Gut. Später ist ja auch immer noch. Hm. Richtig. Mach mal Feierabend für heute. Für jetzt. Am besten gleich mal einen Wecker stellen, so für 12 Uhr. Schön fleißig aufstehen und weitermachen. Was? Für 12 Uhr den Wecker stellen und dann schön fleißig weitermachen. Für 12. Ja. Oder 1. Ja, ich mach 1. Okay. Wo ist denn mein Wecker? Wahrscheinlich drehe ich mich da nochmal um und denke so, fick dich. Oh, nee. So, hier mal. Da ich eh immer 10 Stück brauche. 12 Uhr 2, 12 Uhr 8, 12 Uhr 12, 12 Uhr 20 und 12 Uhr 30. Bis ich dann aufstehe, können es wirklich 1 sein. Jo, dann wünsche ich dir eine angenehme Nacht, du. Schön war's. Ja, wünsche ich dir auch. Bis später dann. Bis denn dann. Ciao, ciao. Disconnected. Jo, Leute, auch an euch da draußen. Einen angenehmen Morgen, gute Nacht. Schlaft gut, good luck, have fun, was auch immer ihr noch habt. Ich sag danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Danke für die Follows, waren ja doch ein Haufen. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen und wenn ja, ihr schaut wieder rein. Von dem her bleibt mir wie immer nur good luck, have fun, good night, good fight.
Ciao, ciao. Gamer gehen die pennen, Maus und Tastatur, das heißt Kalorien verbrennen. Und Regel Nummer 2, halt die FPS schön oben. 60 sind perfekt und kann in jedem Game schön toben. Und Regel Nummer 3, ja, für andere keine Zeit. Livestream ist am Laufen, Essen, ja, ich komm ja gleich. Gib mir immer Cola, zocken und weiter bis ins Core. Hab keine Zeit zu chatten, nur beim Blättern, reb ich nicht, hör man, ihr haltet mich auf. Halt die CPU auf Max. Und deine Grafikkarte soll brennen. Energiesparmodus Watt. Meine Steckdose soll verbrennen. Wir sind Gamer.